handballerische Aha-Erlebnis der Saison lieferte mit Sicherheit der OSC Rheinhausen. Die Titelträume sind zwar inzwischen ausgeträumt, nicht aber die vom internationalen Geschäft. Nur zwei Pünktchen trennt Rheinhausen vom vierten Tabellenplatz und der ist entscheidend für die Teilnahme am City Cup. Wichtiges Heimspiel, also heute gegen den Tusem aus Essen, Peter Grube berichtet. Ob seine Rundenzeiten in direkter Relation zum Erfolg des OSC Rheinhausen stehen, Fahnenträger Rainer Lückner. Mit dem Blick fürs Wesentliche, das Zwillingsschiedsrichtergespann Kreml aus Sölde. Sie, wie die rund 2500 Zuschauer, sehen in der Anfangsphase wenig konstruktives Spiel der Essener Fehler Fratz. Rheinhausen mit dem Konter. Olaf Osler rechts außen und mit letztem Einsatz Jovanovic. Riesige Lücke in der nicht rechtzeitig zurückgekehrten Essener Abwehr. Torwart Hecker im Nachsehen das 2:1 für Rheinhausen. Essen findet langsam ins Spiel. Tutschkin, Molzner, Dragunski. Der baumlange Kreisläufer nur verfault zu stoppen. Oster und Jovanovic die Übeltäter. 7 Meter, Fratz gegen Hofstetter. Richtige Ecke ausgesucht, Jochen Fratz. Keine besonders große Klasse zu Beginn der Partie, dann aber doch gefällige Kombinationen beim Gastgeber. Oster, über die rechte Seite der OSC in dieser Phase erfolgreich. Fratz zu langsam und Oster den Torwart Hecker ausgetrickst. Der OSC mit einer 6:0 Deckung platzt dadurch für die Rückraumschützen von Essen Tutschkin. Und hier geht Essen in Führung knapp mit 4:5. Die Partie bleibt offen. Jovanovic, das Pendant zu Tutschkin im Spiel bei Rheinhausen. Jovanovic, Lenker im Spiel des OSC und Vollstrecker. Mitte der ersten Halbzeit aber zeichnet sich ab, dass Essen immer stärker wird. Und Regie führt einer, das ist Tutschkin. Und ein klasse Tor von Dragunski. Tutschkin, der Russe, wertvoll wie eh und je. Er zusammen mit Fratz, die Säule bei Essen. Und Dragunski mit diesem Klasse-Tor. Da taten den Rheinhausener Fans schon die Augen weh oder wollten sie ihnen nicht trauen. Verlass aber ist auf Jovanovic, der Spieler mit der Nummer 18. Den kennen sie bereits. 6:9 der Zwischenstand, aber insgesamt schon 3 Tore hinten. Der OSC, das hatte er sich anders vorgestellt in dieser Partie. Essens Trainer Kleitsch im Fokus, sein Torwart Hecker. Ausnahmeleistung, Ende der ersten Halbzeit, Wurf Oster und dann scheitert auch Kottwitz an Hecker, Tempo Gegenstoß. Peter Quarti und der besorgt mit dem 7:13 den Halbzeitstand in dieser Partie. Zweiter Durchgang, Rheinhausen bei einem zwischenzeitlichen Rückstand von 8 Toren fast aussichtslos hin. So ein Vorsprung, der verleitet Essen zu risikoreichem Spiel. Ein paar Fehlwürfe hier und ein sicherer Schütze auf Rheinhausener Seite. Jovanovic und die Partie kann sich wieder etwas freundlicher gestalten für Rheinhausen. Durchsetzungsvermögen des bisweilen etwas eigensinnig spielenden Jugoslawen. So seine eigene Startenbezeichnung. Und Essen in dieser Phase leicht verunsichert. Auch Fratz lässt sich davon anstecken. Konter. Dieses Mal Olaf Köppe erfolgreich. Der Rhythmus vom OSC ist trotz Aussatz des Trommelgerätes wiedergefunden. Routine ist nun bei Essen gefragt, vor allem einer, der in dieser Situation Ruhe bewahren kann. Und wer ist da besser geeignet als Altmeister? Jochen Fratz. Es ist bemerkenswert, wie der Linksaußen in dieser Phase die Übersicht behält. Fast unmöglicher Winkel beim 19:14 Aussicht der Essener. Also wieder 5 Tore Vorsprung für den Gast. Von der Spielkultur beim OSC nicht viel zu spüren. Man versucht es mit dem Kampf in dieser Hinsicht. Vorbildhaft Jovanovic. Nicht zu halten in dieser Situation von Frank Ahrens und der Tor.
Es ist unglaublich, aber die längst abgeschrieben geglaubte Partie wird noch einmal spannend. Essen, immer einen Schritt in der Abwehr zu spät. Links außen, Andreas Thaam, zweiter Versuch. Und wer setzt sich da wieder durch? Klar, Jovanovic. Gewalt, Wucht, zielgenau, der 10. Treffer von Jovanovic, 18:20. Essen mit bedächtigem Aufbau, man versucht auf Zeit zu spielen. Dann eine harte Entscheidung gegen den OSC, 7 Meter durch die Abwehr, durch den Kreis. Spezialist Jochen Franz. Und wieder 3 Tore Vorsprung für den Gast, Torwart Hofstötter, hier ohne Abwehrschuss. Durch die Beine dieser Wurf von Franz. Noch gibt sich der Tabellensechste nicht geschlagen. Zu verlocken ist die Chance, einen internationalen Wettbewerb zu erreichen. Aber dazu darf man hier keinen Punkt verschenken. Kottwitz, 2 Tore Rückstand, 20:22. Mit viel Gefühl Andreas Kottwitz. Reinhausen schnuppert immer wieder an der Möglichkeit, dem Ausgleich nahe zu kommen. Doch die Aufholjagd kostet Substanz. Mit der besseren Ausgangsposition am Ende der Partie TuS Essen. Und einer kann sich den Erfolg wieder einmal dick auf die Fahne schreiben. Jochen Fratz mit insgesamt 8 Treffern ist er der erfolgreichste Torschütze beim Gast. Am Ende siegt TuS doch mit 25:21 bei Reinhausen.